Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist ja euer Libras mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute mal wieder auf Stamplay. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Gerne auch noch rumdalassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und noch dazu, das geht jetzt nicht an meine Zuschauer, aber an meinen. Ja, an meine Freundin sozusagen. Kuss geht auch an dich raus. Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und hab dich von ganzem Herzen lieb. So, mach mal einfach. Ich würde sagen, ich habe euch genug gelangweilt. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein und let's rock. Morgens auf und ihr kriegt direkt eine richtig, richtig nice Nachricht über die nächste große Anime-Kooperation, die jetzt natürlich schon seit längerem immer wieder mal Diskussionsgrund ist, ne? Viele hoffen darauf, dass es One Piece ist wegen der neuen Serie und so weiter und so fort. Mini-Battle-Pässe, was steckt dahinter? Ist über Nacht jetzt reingedroppt und ich erzähle euch alles. Deswegen lehnt euch zurück, holt euch was Kühles zu trinken, Leute. Mein Name ist Sandy, offizielle Synchronstimme dieses Kanals und euer heutiger Gastgeber. Das Ding ist, ich verfolge das Ganze nicht mehr, tatsächlich. Ich habe ja letztens mitbekommen, dass Bender, Fry und Lila mit reingekommen sind, quasi. Das habe ich noch mitbekommen. Aber ich verfolge das Ganze nicht mehr, tatsächlich so hart, tatsächlich. Ich nehme tatsächlich noch manchmal ein Video ja in FN auf. Für euch, also für meine Community, aber ich bin in dem ganzen Thema nicht mehr so drin. Das ist das gleiche wie mit der Story, da bin ich auch nicht mehr so hart drin, muss ich sagen. Ich habe aber mitgekriegt, also ich habe mir das Video mal angeschaut. Es geht um die letzte Realität auf jeden Fall. Es hat wieder was mit der letzten Realität zu tun, also es deutet wieder darauf hin, dass die Insel zerstört wird. Schon wieder, tatsächlich. Und ja, es ist halt krass, was Stan da alles durchgebracht hat, was er alles besprochen hat in dem Video. Also ich habe es mir angesehen, privat, jetzt nicht für meine Community oder so, aber es sieht halt wieder so aus, als ob die Insel wieder zerstört wird. Und das war ja natürlich wieder absehbar gewesen, aber ich will euch jetzt auch noch nicht zu viel spoilern. Es ist auch noch gar nicht bekannt, ob überhaupt was jetzt noch alles auf uns zukommt, dies, das, Ananas. Also, da kann man schon ruhig noch gespannt drauf bleiben. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre da irgendwie nostalgisch oder nachtragend oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich da über solche Sachen. Aber es ist halt so, wie es ist. Ich bin halt nicht mehr wirklich in Fortnite drin, weil ich halt andere Games eher bevorzuge inzwischen, wie Valorant oder andere Games halt einfach. Ich weiß nicht, bei mir ist halt einfach die Lust flöten gegangen. Wenn noch Live-Events kommen oder Story-Parts, also die Story-Parts gucke ich über Stamplay, sonst kann ich die Maps ja zocken, wo ich zocken will und ja, mach halt den Content, den ich machen will, also so ist es nicht. Moderator. An dieser Stelle erstmal noch ein Dankeschön an den mega nicen Stream gestern. Wir haben gestern noch Five Nights at Freddy's Security Breach versucht auf Platin zu bringen. Fast alles geschafft, ne? Nur noch ein bisschen. Werde in nächster Zeit auch eine Menge Special Events mit rund um FNAF machen und vielleicht auch ein paar andere Games. Und. Also da habe ich auf jeden Fall ein mega Programm. Auf twitch.tv/heystan oder ab und zu mal auch einmal in der Woche versuche ich hier gerade auch so einen YouTube-Stream zu machen. Einfach damit ich auch. Haben die Five Nights at Freddy's Security Breach, haben die da jetzt nochmal was geändert? Oder ist jetzt ein neuer Teil rausgekommen? Das wäre mal so eine Sache, die mich interessieren würde. Das weiß ich eben nicht. Deswegen frage ich gerade. Hier auf YouTube die Livestreams bediene und so weiter, weil ich auch weiß, dass viele natürlich nicht auf Twitch unterwegs sind und so weiter. Aber da Ja, muss ich ich immer gucken, schon. was ich auf YouTube bringe, ne? Weil da muss ich noch so ein bisschen das passende Programm für finden. So, sei es aber drum. Die große Anime-Kooperation, ne? Viele haben ja jetzt vermutet, dass One Piece jetzt natürlich irgendwie in diese Season rauskommt, wie Piraten, Dschungel und so weiter, dass das Ganze irgendwie Sinn macht. Nicht Aber gestern unbedingt. Nacht ist dann die Info reingekommen von dem gleichen Typen, der den Terminator-Skin gedroppt hat. Und deswegen ist diese Quelle auch sehr vertrauenswürdig. Der, ne, ist tatsächlich auf Facebook unterwegs. Auf Facebook, Leute. Ich hätte nie gedacht, nach 6 Jahren Fortnite, wo ich Content dazu mache, dass ich irgendwann mal die Zeit erlebe, dass ein Typ auf Facebook inzwischen mehr und geilere Infos rausdroppt als die bekanntesten Leaker, die wir bisher haben. Und dass der einfach mal so beiläufig Jujutsu Kaisen als nächste große Kooperation für Fortnite rausbringt.
Oh, das ist doch schon mal ganz schön nice, oder? So, bevor ihr direkt sagt, oh, kenne ich nicht, ich habe gehofft, es ist One Piece, alle haben darüber geredet, dass es One Piece ist. Aufpassen, Leute, vielleicht haben wir noch Glück, dass es One Piece sein könnte. Ich erzähle euch natürlich alles, nach und nach, ne? Zuallererst, wie gesagt, es ist der gleiche Typ, der auch den Terminator-Skin geleakt hat und dann natürlich 2 Tage später rausgekommen ist, hat er, ne, jetzt Jujutsu Kaisen als offizielle Kooperation angekündigt und sogar die Skins im Spind gezeigt. Und da gibt es etwas Interessantes. Jujutsu Kaisen ist wahrscheinlich jetzt aktuell eines der bekanntesten und beliebtesten Animes. Ach übrigens, bevor wir dazu kommen, dass ob die Skins halt irgendwie vielleicht mit einem Mini-Battle-Pass oder sonst was rauskommen, beachtet, es gibt gerade gratis FNCS-Drops. Lol. Es gibt wieder gratis Items für FNCS, die man holen kann. Und die kann man tatsächlich über die Fortnite-Webseite oder über Legends Landing holen. Nicht über die Twitch-Drops, mal wieder. Mega, mega schade, ne? Es fehlen natürlich Millionen von Zuschauern auf Twitch, die halt Fortnite dann pushen würden auf dieser Seite. Ist halt schade, weil Epic halt auf ihre Webseiten sendet. Die Webseite findet ihr in der Videobeschreibung oder Legends Landing findet ihr beim Discovery Tab bei der Abteilung. Das ist halt auch so ein Diskussionspunkt, den ich schon lange halt angesprochen habe. Also Fortnite versaut quasi sich alles selber. Weil man muss mal bedenken, was haben die alles inzwischen schlecht gemacht? Die Fortnite-Live-Events haben sie schlecht gemacht. Die ganzen Perks, der ganze Waffenpool ist so durcheinander und so OP gehalten, dass einfach jeder gefühlt eine 20er-Bomb ziehen kann, wenn er will. Kurz was trinken. Dann haben sie RDW noch kaputt gemacht, indem sie die täglichen Belohnungen rausgenommen haben. Und man muss halt einfach sagen, und das ist das vielleicht, was manche von euch nicht so hart fühlen werden. Aber man muss halt einfach sagen, es fehlt der Ausgleich. Es fehlt der Ausgleich bei RDW quasi. Turniere, was Skins angeht. Also Turniere mit irgendwelchen Skins, die man gewinnen kann, fehlt extremst. Das habe ich aber auch schon von in der letzten Season tatsächlich gesagt. Und das nächste ist halt einfach, dass halt, ja, eben das fehlt, was Stan meint. Eben mit den FNCS-Items, die haben das vor 2-3 Seasons, haben die das noch stark mit Twitch gemacht. Aber jetzt setzen die eher auf ihre Webseiten. Und das ist halt das Problem. Deswegen wird Fortnite auch als Streaming-Kategorie nicht mehr so hart gepusht, weil sich die Leute das nicht mehr ansehen. Weil es diese Drops auf Twitch einfach nicht mehr gibt. Es fehlen einfach dort auf Twitch die Zuschauer. Und es ist einfach traurig. Und ich finde, Fortnite macht dieses Game einfach immer, immer mehr noch weiter kaputt. Und das ist halt das Traurige. Das ist eben auch schon das Traurige. Und das Letzte, und was ich aber als Drittes reinnehmen hätte sollen, ist einfach der Ranked-Modus. Der Ranked-Modus macht nach wie vor keinen Sinn. Es wurden auch, glaube ich, keine Änderungen reingesetzt. Und das ist halt, ja, absoluter Müll. Absoluter Müll, muss ich sagen. Also, kann ich nicht anders sagen. Von Epic Games. Und dort gibt es halt Legends Landing. Hier. So heißt das gute Ding. Ich glaube, der Mapcode. Ah ja, da ist der Mapcode. Den könnt ihr auch natürlich eintippen, falls ihr das nicht findet hier. Das müsst ihr jetzt halt 15 Minuten gucken. Und jedes Wochenende gibt ein neues, gratis Item, was ihr euch abholen könnt. Ob die Laufzeit immer bei 15 Minuten bleibt, weiß ich nicht. Wir müssen da mal immer wieder mal gucken, auch gerade auf der Webseite von Fortnite, ne, auf Competitive Fortnite. Und diese Items könnt ihr immer nur holen, wenn natürlich das Turnier läuft und das ist immer abends, 19 Uhr. Die Zeiten können sich natürlich auch ändern, zum Beispiel bei Halbfinale kann es natürlich auch früher starten, 18 Uhr, beim Finale vielleicht auch. Also immer wieder auf die Zeiten achten in den nächsten paar Wochen und so weiter, damit ihr diese ganzen Gratis-Items bekommen könnt. Und wenn ihr schon dabei seid, Leute, gerne natürlich bewegen dem Terminator-Skin. Für alle 90s-Kids, die mit Terminator und Arnold aufgewachsen sind, würde es mich mega freuen, wenn ihr Creator-Code HeyStani eintippen könntet. Vielleicht schaffen wir wieder 200 Einträge heute. Bin ich dich drin, ey. Eingetragen, deswegen immer wieder Dankeschön, Leute, nach 6 Jahren Support. Kann ich mir immer nur wieder Dankeschön sagen, dass ich nicht irgendwelche Giveaways oder V-Bucks verlosen muss, damit die Leute diesen Code eintragen. Fühle ich mich immer, immer geehrt, dass ihr mir das ermöglicht. Es ist vielleicht jetzt nicht so bekannt wie One Piece oder sowas, ne? Aber neben Demon Slayer wahrscheinlich eines der beliebtesten Anime. Ja, man muss halt einfach sagen, es ist halt Stans Community. Stan ist halt schon ziemlich groß. Also er ist echt halt wirklich einer, der auf YouTube richtig gut mithält.
Ist überhaupt, muss ich auch selber noch gucken, ne? Ich habe auch so viel Gutes davon gehört. Ich muss immer noch Chainsaw Man gucken und Jujutsu Kaisen, weil ich immer so viel Gutes von denen höre. Besonders Jujutsu Kaisen soll ja richtig, richtig nice sein. Steht auf jeden Fall auf meiner To-Watch-Liste und da muss ich mal irgendwie mal durchbingen und durchgucken. Und jetzt natürlich die Skins selber. Was kommt da auf uns zu? Stand aktuell haben wir 3 geleakte Skins von den Charakteren aus Jujutsu Kaisen. 2 männliche Skins, unter anderem Kugisagi und Gojo, ist auch mit am Start und soll dann halt in das Spiel reinkommen. Aber jetzt kommt's. Jeder, der ein bisschen aufgepasst hat, merkt vielleicht, da fehlt doch was, oder? Wo ist denn der Hauptcharakter? Diese 3 Skins sollen in den Shop kommen, weil das ist ein Shop-Leak. Natürlich an dieser Stelle, Leute, keine Ahnung, wann es rauskommt. Ne, da können wir gleich ein paar Theorien dazu droppen, weil das ist auch sehr interessant. Ne, aber wo ist denn der Hauptcharakter? Der fehlt im Shop und das ist halt das Interessante. Wenn der nicht im Shop ist, der Hauptcharakter, dann müssten wir ihn ja theoretisch irgendwie anders freischalten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine Anime-Kooperation machen ohne den Hauptcharakter. Das ist so, als wenn du ein Dragon Ball Co-op machst und Son Goku ist nicht drin oder bei Naruto. Und das macht halt keinen Sinn. Deswegen gibt es 2 Gründe, warum wo der Hauptcharakter sein könnte. Grund Nummer 1 ist tatsächlich der Mini-Battle Pass. Die Hoffnung ist ja immer noch nicht ganz tot auf dem Mini-Battle Pass. Wir haben immer noch ein großes Update in dieser Season und zwar in knapp 1,5 Wochen. Also nicht diese Woche, die jetzt darauf folgt, dort kriegen wir nur ein kleines Content-Update, sondern nochmal die Woche darauf. Das müsste eigentlich der 5. August sein, wenn ich mich nicht täusche. Nee, 8. August. Am 8. August kommt ja noch ein großes Update. Und da ist das ist ja die letzte Hoffnung darauf, dass wir dort noch einen Mini-Battle Pass bekommen. Das Ganze wird dadurch gestützt, dass wir natürlich bei den Shop-Leaks zu diesen Skins dort steht, dass die in Season 3 rauskommen. Somit würde das natürlich dafür sprechen, dass sie noch in dieser Season rauskommen. Und das ist natürlich nicht mehr so viel Zeit, weil die Season endet ja zur Gamescom am 25. August. Was natürlich mega kompliziert ist, weil ich dann von der Gamescom nach Hause fahren muss, die Season streamen muss und dann wieder zur Gamescom fahren muss. Das wird ekelhaft. Ja gut, da hat Stan halt recht. Das ist halt schon eklig. Aber ich muss tatsächlich auch dazu sagen, also ich werde dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein. Also ich werde nicht am Start sein, weil ich einfach keine Zeit habe und weil sich das für mich eh nicht lohnen würde und so weiter, müsste ich mir gerade ein Hotel dort nehmen und ja, den Preis entsprechend mega teuer. Stressig. Mal davon abgesehen, ne, laut diesen Shop liegt es halt in Season 3. Das Einzige, was halt natürlich noch sein kann, ist, dass diese Season 3, diese Bezeichnung halt noch zu früh drinne ist und die Skins halt noch nicht richtig hundertprozentig fertig sind. Das muss man auch noch bedenken. So, aber sollte das mit Season 3 passen? Lebt natürlich die Hoffnung auf einen Mini-Battle-Pass und dass natürlich der Hauptcharakter dort drin ist und dann natürlich rauskommt. Plus natürlich diese 3 Shop-Skins, plus Emote und natürlich Backlinks und so weiter und so fort. Alles, was ihr hier auf den Bildern seht. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist natürlich, dass der Hauptcharakter der Kooperationsskin im Battle Pass sein wird von Season 4. Das muss man ja natürlich auch bedenken. Ne? Wenn diese Skins jetzt kurz davor sind rauszukommen und Season 4 ja auch vor der Tür steht und dort wahrscheinlich ja wie so oft auch ein Kooperationsskin reinkommt, dann würde das natürlich dafür sprechen, dass in Season 4 im Battle Pass der Hauptcharakter natürlich drin ist. So wie Ehrenjäger jetzt dabei war, wie Transformers und so weiter. Und wenn das der Fall ist, dann macht es natürlich auch Sinn, dass der Hauptcharakter jetzt nicht in einem Shop sind. Also, aber natürlich, Leute, wie sieht es mit euch aus? Einmal kurz in die Kommentare schreiben, wie freut ihr euch darauf über diese Koop? Natürlich wird es viele geben, die dafür sprechen. Viele werden natürlich enttäuscht sein, dass es kein One Piece ist oder sonst was. Aber jetzt kommt's, Leute. Ne? Oh, schön yeah. Und gut, Jujutsu Kaisen wurde angekündigt und so weiter. Aber wenn wir Variante 1 nehmen und wir kriegen einen Mini-Battle-Pass, was kriegen wir dann in Season 4, wenn es nicht Jujutsu Kaisen ist? Natürlich, die Hoffnung auf One Piece ist nach wie vor nicht tot, weil die Netflix-Serie startet ja auch im August und passend zur Netflix-Serie könnte. Es ist immer noch absolutes Gerücht, Leute. Es gibt null Infos, es ist nur Vermutungen, was jeder Leaker bisher überhaupt zusammenstellt, was zusammenpasst. Aber wegen der Netflix-Serie könnte es halt Sinn machen, dass halt natürlich One Piece auch in Season 4 dann natürlich der Kooperationsskin wird, wenn Jujutsu Kaisen jetzt natürlich in Season 3 rauskommt. Deswegen, die Hoffnung ist noch nicht tot. Ne? Die Netflix-Serie ist noch da.
Ob man die mag oder nicht, ne, ich finde die komplett komisch. Alleine dadurch, dass One Piece als Real-Life-Serie nicht funktioniert, weil die Charaktere in One Piece so abgedreht sind. Da hast du Charaktere, die haben 5 Meter breiten Oberkörper und dann so dünne Stelzenbeine und so weiter. Und das sieht halt komplett abstrakt aus, wie so ein Kunstwerk. Und als Real-Life-Serie kannst du das halt einfach nicht verfilmen und das musst du halt irgendwie anders lösen oder komplett auf CGI setzen oder sowas, ne? Aber mit der Serie hat theoretisch One Piece eine Chance, in Season 4 in den Battle Pass zu kommen. Oder als Mini-Battle Pass, so wie Jujutsu jetzt, ne? Das muss man halt beachten. Und die Chance dazu lebt. Wir haben auf jeden Fall einige Varianten und ich glaube, egal welche Variante, es wird nice. Und ich freue mich über diese Koop und ich hoffe, ihr freut euch über das Wochenende. Kommt jetzt auch rein in den Livestream. Es würde mich freuen auf twitch.tv/hasten. Wir werden ein bisschen zusammen zocken, ein bisschen Custom Games und so weiter und fühl so fort. Kommt da rein. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt noch das Video über die Season 4 Teaser, die aktuell auf der Karte herumschwirren. Schaut es euch an, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid und gebt mir Flosse. Flop. War ein geiles Video. Fühl ich. Na gut, Leute, dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Also, es war ein nices Video. One Piece würde ich tatsächlich sehr fühlen. Wenn Ruffy reinkommen würde, ich würde mir den sofort freischalten. Einfach weil One Piece Kindheit ist. Also, für mich war One Piece tatsächlich Kindheit. Also, würde ich mir auf jeden Fall freischalten, wenn er reinkommt. Aber, ihr habt es dann gehört, es sind immer noch Gerüchte. Deswegen kann man nichts sagen. Na gut. Dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es dir immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, natürlich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, es im Kommentar immer gerne durch. Da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.